Nicht schlecht. Das ist das größte Löschflugzeug der Welt, die Boeing 747-400 von Global Supertanker. Zurzeit ist die Maschine in Kalifornien im Einsatz, wo seit Wochen die Wälder brennen und Häuser und Menschenleben bedrohen. Aber kann der Jumbo wirklich was gegen so eine Glut ausrichten? Wir haben ihn letztes Jahr beim Einsatz im Amazonas begleitet. Und wie wichtig es ist, Wälder und auch einzelne Bäume zu retten, zeigen wir im nächsten Film. Da geht es nämlich um einen wahren Superhelden, der viel mehr kann, als wir denken. Den Baum. Anlässlich der Green 7 Week pflanzen wir gemeinsam mit Treedom 5000 Bäume. Und Sie können täglich eine von 700 Baumpatenschaften gewinnen. Folgen Sie der Story Ihres Baumes bei Treedom und erfahren Sie mehr über die sozialen Projekte, in denen die Bäume gepflanzt werden. Zusätzlich haben Sie die Chance auf 10.000 Euro für sich selbst oder für einen guten Zweck. Senden Sie jetzt eine SMS mit dem Kennwort Wald an 3x4, 3x1. Die Daumen sind natürlich gedrückt und bleiben Sie dran. Wir sind sofort wieder da. Willkommen zurück. Wir haben bei Galileo schon viele Superhelden vorgestellt. Aber jetzt kommt einer, der stellt alle in den Schatten. Der Baum. Bäume unterhalten sich in einer ganz eigenen Sprache und sind ganz nebenbei auch noch die größten CO2-Vernichter und Top-Klimaanlagen. Also Bühne frei für unsere ultimativen Superhelden. Und wir bleiben bei Pflanzen und zwar bei der wichtigsten Zutat des Bieres. Anlässlich der Green 7 Week pflanzen wir gemeinsam mit Treedom 5000 Bäume. Und Sie können täglich eine von 700 Baumpatenschaften gewinnen. Folgen Sie der Story Ihres Baumes bei Treedom und erfahren Sie mehr über die sozialen Projekte, in denen die Bäume gepflanzt werden. Zusätzlich haben Sie die Chance auf 10.000 Euro für sich selbst oder für einen guten Zweck. Senden Sie jetzt eine SMS mit dem Kennwort Wald an 3x4, 3x1. Die Daumen sind natürlich feste gedrückt und bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Der berühmte Hopfen aus der Holledau in Bayern. Ohne die Hopfenbauern dort würden viele Kehlen trocken bleiben. Galileo-Reporter Vincent Dehler hat 3 Tage lang als Hopfenbauer gearbeitet, um die wichtigste Zutat des Bieres zu ernten. Und morgen suchen wir den ersten komplett digitalen 24-Stunden-Supermarkt Deutschlands. Ja, nicht verpassen. Hier geht's jetzt weiter mit der Show Fame Maker. Ganz viel Spaß dabei und bis hoffentlich nächste Woche. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Tschüss.